Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute Donnerstag, den 30. März 2017. Wir sind hier wieder an der Panzerrampe in St. Goar. Und das Besondere an dem heutigen Tag ist, dass ich seit November 2016, also November, Dezember, Januar, Februar, März, also seit 5 Monaten nicht mehr hier im Rhein gebadet habe, auch nicht mehr in der Ostsee. Das lag daran, dass ich mich einige Male mit Erkältung und Angina angesteckt hatte, sodass ich also hier überhaupt nicht in keinster Weise irgendwie im Training bin. Und das ist jetzt ganz interessant zu sehen, was passiert, wenn ein eigentlich geübter Herbstbader, für den ich mich halte, wie kommt er sozusagen wieder rein in dieses System, ja, in dieses regelmäßige Training? Denn das ist gar nicht so einfach. Man kann nicht als Herbstbader einfach so im Februar bei 6 oder 8 Grad hier wieder reingehen. Das kostet einfach zu viel Überwindung. Und ich möchte ja, dass das Herbstbaden keine Sonderangelegenheit für irgendwelche Extremsportler ist, sondern ich möchte gerne, dass das von jedermann auch wirklich praktiziert werden kann. So, jetzt werden wir mal sehen, wie das jetzt hier bei einem ganz normalen Menschen in der Praxis aussieht. Ich werde mir mal Pullover ausziehen und habe das Glück, dass heute gerade zufällig ein Freund vorbeigekommen ist, der die Kamera hält. Mal sehen, ja, was jetzt passiert. Also das Wasser ist wirklich ganz schön frisch. Ja, das merkt man schon. Jetzt werde ich mich mal so langsam versuchen, an das Wasser zu gewöhnen. Also toll ist, dass wir hier Sonne haben. Also mit Sonne ist das hier schon eine ganz, ganz erfreuliche Angelegenheit. Hier sind lauter Steine. Wo sind denn diese Steine hergekommen? Thank you.
mir. Du kannst mit der Kamera ein bisschen ruhig runtergehen. Und vielleicht hier ein bisschen vorne auf den Sand stellen. Komm ich ein bisschen näher ran. Ja. Ja, also ich würde sagen, man spürt auf jeden Fall, dass da noch ein gewisser Trainingseffekt da ist. Also vor meiner Herbstbadaktivität hätte ich hier nicht reingehen können. Keine Chance. Und jetzt ist das für mich eigentlich, ist zwar frisch, ja, ist frischer Eindruck hier, aber absolut erträglich. Und das Interessante ist, es ist ein Kältegefühl da, man merkt, es ist fast kalt, aber ich friere nicht. Das ist das Entscheidende. Ich friere nicht. Kann ich sagen.
unglaublich frisch, das Wasser. Aber toll. Einfach herrlich. Es ist alles doch total klar. Also, ist schon toll, wenn man hier jetzt baden kann in die Zeit. Schon klasse. Ein bisschen auf der Haut. Thank you.
Es ist richtig schön hier. Bisschen, ein paar Quadratmeter Sand. Das bleibt völlig aus. Das Wasser ist jetzt richtig warm geworden. Also, das ist jetzt wie, ja, wie im Sommer. An der Ostsee. So bei 18 Grad gefühlt. Dabei hat das heute eben 12 Grad. Das macht also diese 6 Grad Differenz. Das ist sozusagen der Trainingsunterschied. Und das heißt eben, dass ein Herbstbader, der kann eben nicht nur im Juni, Juli, August in die offenen Gewässer gehen, sondern ein Herbstbader, der kann ganz bequem im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November, also volle 7 Monate, kann der ganz entspannt überall baden gehen. Das finde ich ist doch schon mal was. Ja. Ich könnte jetzt hier auch noch länger drin bleiben. Also bei den Füßen habe ich so ein bisschen Kältegefühl. Ich gehe jetzt mal langsam wieder raus. Aber das war fürs Erste doch schon mal wieder ein ganz guter Einstieg. Ja, mit diesen Eindrücken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich nur sagen, ich wünsche Ihnen viel Spaß, auch bei Ihren eigenen Herbstbadeaktivitäten. Und damit gebe ich zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Bis zum nächsten Mal.